Eisenfuß, der Kugelblitz. Alles schön und gut, dieses Ding ist nicht zu toppen, sagt Mann, 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 Mann. Ich habe eigentlich mit Chai von Afterburner einfach nur Logger ein Bier getrunken bei 50 Pants im Backstage und wir haben uns unterhalten und er fragte mich, ja, wir machen so einen Sampler und du. Ich sag, ja, mach ich auch was so. Und dann habe ich angefangen, habe ich so 2, 3 Skizzen gemacht und dann bin ich dann irgendwie darauf gekommen, das so zu gestalten. Ich kann es dir nicht erklären. Und dann hat Johnny das Master gehört und hat gesagt, ja, gefällt mir und los ging's. Haben uns kennengelernt, jetzt sind wir Freunde. Wir sind alle Baller Baller. Ja, der Song, der hat mich gleich begeistert von vornherein. Und ja, sonst wären wir ja nicht alle hier. Jetzt wollen die natürlich auch das Video dazu sehen. Und deswegen sind wir hier und machen natürlich mit den Fans zusammen hier am Stadion. Besser geht's nicht. Der Song geht schon unter die Haut, würde ich sagen. Und spiegelt ja so ein bisschen meine Karriere, so ein bisschen mit wen ich auch gespielt habe bei Werder. Wäre das nicht eigentlich eine Hymne auch fürs Stadion? Könnte ich im Stadion laufen? Ja, man hat das schon so ein bisschen im Hinterkopf. Mensch, das könnte mal eine Hymne werden. Und wir warten das einfach mal ab. Aber wenn ich das so sehe, also die Leute sind alle begeistert und sagen, Mensch, da ist mal ein richtig gutes Lied rausgekommen jetzt mal. Ich habe, wo die Weser einen großen Bogen macht, habe ich damals auch noch mitgesungen. Aber das ist natürlich ein Kracher, ne? Ganz ehrlich, das macht mich einfach nur als Kind dieser Stadt unsagbar dankbar und ich kann das auch wirklich in Worte fassen. Es ist ein unglaublich erleichterndes Gefühl, einfach auch in dem Ding, in dem Stadion zu sein, zu drehen, den Support hier zu bekommen, zu wissen, dass, dass der Verein hinter mir steht und ich hinter ihm. Es ist eine Win-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 Situation. Oh,